Also, wir wollten aber ins Granhara. Falsche Richtung? Da geht's rein. Okay. Oh, it's you. How can I help you today? Ja, wir schauen uns natürlich wieder ein Video an. Ich nehme an, wir haben wieder was Neues hier. Und zwar Nozomi, da ist sie. Oh, wie niedlich. Die sieht ganz anders aus wie dort. Und natürlich haben wir auch Shizuku Hasegawa. Habe ich ja schon gesagt, dass wir die gefunden haben. Dann spielen wir mal das Video hier ab. Enjoy the video. Das werden wir ganz ganz bestimmt. Was? Das ist auch wieder so ein Video, wo man denkt, ach, da ist ja eine Kamera. Hallo. Ja, ich weiß nicht, ob das auch in Japan ist. Ah. Oh, ein Hintern. Ich weiß ja auch nicht, ob das nur in Südkorea so ist, so in ist. Okay, das ist sehr aussagekräftig. Vor allem, weil sie sich an dieser Stange da reibt. Diesen Babyspeck unter den Augen. Das ist jetzt super in eigentlich. Oder das ist voll das Schönheits... Okay, ja, sie hat einen sehr aussagekräftigen Ballon, den sie auch sehr gerne umarmt und an sich drückt. Verstehe schon. Gegen Ende war es ein bisschen. Ja, heat is up. The heat is up. The heat is on. The heat is on. Arno. I see you here a lot, sir. You must love watching our videos. I wouldn't go as far as to say I love them, but yeah, I've been coming here fairly regularly. I've been meaning to ask you something. Have you seen any videos recently that you thought were super hot outside of our shop? I don't really watch videos anywhere else. Oh, I see. Why so disappointed? I watch all of the videos we carry here. I have to, as part of my job. I became so used to watching erotic videos that my little guy stopped responding to them. Sorry? What? Erotic videos no longer arouse me. And it's not only videos. Nothing at all excites me anymore. I'm scared that it will become a problem for me in my private life as well. Too much of a good thing, huh? Even if I hooked up with a girl now, what if I couldn't get it up? Shudder to think of it. Well, I can see how that's be a problem. I can see how that would be a problem. My only hope lies in finding a super hot video that can awaken my senses. So that's why you asked me for recommendations? Yes. Sorry, I couldn't be of service. Don't worry about it. And I'm sorry of pouring out my troubles to you like this. Come on now, don't be so down. I will try. Please come again. We will be waiting. Ah, das ist ein Problem. Der kriegt keinen mehr hoch. Ja gut, wenn man dem so krass intensiv vielleicht ausgesetzt ist, dann turnt einen das halt nicht mehr an, weil man das halt alles gesehen hat, ne? Aber, naja, vielleicht muss er einfach nur seinen Kink finden. Ein Video haben wir noch zu gucken, und zwar das von der guten Natsumi, die hier so wunderbar anders aussieht als in der Küche dort. Aber wir schauen mal rein. Aber die sehen eh meistens auf diesen Bildern nochmal anders aus, wie dann in den Videos und wie dann in ihrer digitalen Klon quasi. Aber ich schaue mir trotzdem gerne die Videos an. Mal gucken, was die Küchenhilfe hier so treibt in dem rosa Wasser. Ich finde das rosa Wasser sehr seltsam. Hier sieht sie dann wieder mehr so aus wie animiert. Wie die animierte Natsumi. Okay. Sie hat ja hier eigentlich ein relativ rundes Gesicht. Ich meine, Gesicht. Ich habe Gesicht gesagt. Ich finde, dieser Pony steht hier irgendwie nicht. Das finde ich unvorteilhaft.
Das macht natürlich ihr Gesicht generell wesentlich runder. Und außerdem konnte man, glaube ich, ihren Po durch die Badehose sehen. Ich weiß nicht. Ich fand sie irgendwie auf dem kleinen Bild irgendwie hübscher als jetzt gerade in live. Was the tweet your liking? Wasn't bad. Please come again. We will be waiting. Ja, ich weiß nicht, wie viele Videos ich noch gucken muss für ihn, bei ihm. Ich glaube, die Yuki könnte ich hier noch finden, wahrscheinlich. Dann weiß ich nicht, was ich hier noch finden kann. Entschuldigung. Ich mache aber trotzdem jetzt erstmal einen Break-Cut. Wir haben ja ziemlich viel geangelt und gefischt. Das heißt, ja, wir werden deswegen erstmal eine kleine Pause machen. Wieso muss ich denn alle ablegen, wenn ich die da hinlege? So. Kann ich die auch ein paar von denen behalten oder muss ich die alle? Crayfish. Ich nehme mal die Sachen, wo ich am meisten habe, mit. Den Rest lasse ich da unter 2. Dann kann ich das wenigstens verkaufen. So. Egal. Ich speichere jetzt. Beim nächsten Mal geben wir dem Typen diesen Drink, den er so unbedingt gebraucht hat. Für seine Schulter. Oder nee, nicht für seine Schulter, weil er gestürzt ist. Von irgendwo. Dann machen wir noch diesen Blechmann-Typen. Den haben wir auch noch offen. Auf der Brücke. Dann schließen wir das Training ab. Und ich glaube, dann haben wir tatsächlich alles geschafft hier erstmal. Ja. Dann bin ich gespannt, was danach als nächstes kommt. Das werden wir dann sehen. Ja. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Yakuza Zero mit mir, dem JMO und natürlich mit dem Herrn Goro Majima. Bis demnächst. Bye, bye. Ja, und da sind wir wieder hier bei Yakuza Zero. Wir hatten eine kurze Pause gehabt. Entschuldigen Sie bitte. Aber stehen Sie mir halt auch nicht im Weg. So, wir haben ein bisschen was zu erledigen. Eine Sache mache ich jetzt gleich, und das ist eine Karte abzuholen, die wir noch nicht geholt haben, hatten. Hä, was ist denn da? Da ist auch irgendwas. Moment. Wo war das Casino? Auf der anderen Seite des Flusses. So ein Mist. Naja. Egal, wir haben einen strikten Zeitplan. Wir wollten, bevor wir jetzt hier irgendeine Quest machen, wollten wir die weitermachen, die wir schon angefangen hatten. Kampf wäre aber auch nicht schlecht, weil ich habe gerade brauche ein bisschen Erfahrung. Aber hier. Den hatten wir schon. Dem sollten wir Medizin geben. Da, das Schlechteste. Here you go, Paul. Drink this. Glup, 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 glup. Ach, wäre das schön. Wenn man einfach was trinkt und dann geht's einem wieder besser. You alright? Hi. Yes. Yes, I'm feeling much better now. Thank you. Wanna tell me what happened? Why did you get laid out? It's because... Formerly fallen guy, finde ich lustig. Because I was chasing a dream. Here we go. What's this about a dream? It's my dream to boldly walk across Ivo Bridge. Ivao Bridge. Er will einfach nur breit, broadly. Oh, right. A grand old dream like walking across this bridge sure does explain why you got a beat to an inch of your life. Except not really. Yeah, so wie soll das erklären? Huh? I mean, come on. It wouldn't take more than a minute or two to just stroll right across this bridge. But it's not that simple. And why is that? It's because of the Star Jun I'm wearing. Star Jun? Star what? Oh, no, you don't know what a Star Jun is? That's terrible. You are not with the times at all, so not cool. Star Jun is short for Stadium Jumper. Ach so.
It's a jacket worn by athletes at stadiums, so they stay warm and limber. Ach, so nennen sich das, diese Dinger. Ah, ich fall hier fast vom Stuhl. Ich hab die mal als College-Jacken betitelt. Overseas they call these variety jackets, variety jackets, but here in Japan it's stajun all the way. Neat. But why in the world would wearing a stajun make it so so you couldn't cross Iwao Bridge? Well, you put on a jacket like this and you pop the collar and suddenly everyone thinks you are some kind of big shot. All the punks come charging out looking for blood. Maybe if the jacket didn't say bring on the fights. I've tried crossing 8 times now, but every time goons show up and beat the crap out of me before I can make it. That's certainly a unique problem. But there's gotta be other dudes wearing jackets like that, right? They aren't all getting more old by the riffraff. Right? I can't explain it, but when I do it, I get so much heat. Does my face piss people off? Or is this just my destiny? Destiny's an asshole if that's the case. But alright, at least I get why you were bleeding out on the pavement here. Pavement. Yeah. So here's a novel idea. Maybe take off the sturgeon. Seems to me that the source of all your woes. But that defeats the purpose. I love the sturgeon. You wouldn't believe how much trouble I went through to get this sweet jacket. I want to wear it loud and proud. That's my dream. Well, it's a free country, but I would wager you've got another beating coming down the pipe if you go through with it. That's what complicates things. Oh, I'm sorry. How rude of me. My name is Suda. Ah, so heißt er. Suda-chan, huh? I'm Majima. Majima-san. Majima-san, if you don't mind me saying, you look like a man who can wade into brawls and walk away without a hair out of place. Well, I've got a hair tie, but yeah, I can hold my own. Majima-san, I'm sorry if this sounds wimpy, but do you think you could help me make my dream come true? Huh? What do you mean? I know it's probably an imposition, but do you think you could fend off the goons while I strut proudly across Iwao Bridge? You're not kidding about being an imposition. I'm sorry, but without the help of a guy like you, my dream will be forever unfilled. I have a lifetime of regret. Please, Majima-san, please help me realize my dream. Yeah, whatever. Hold me. Oh, alright, fine. I will help you. Aber nicht, weil ich besonders Lust drauf habe. You will really do this? You mean it? I mean, I know I asked, but I didn't expect to meet a person kind enough to get into a fist fight for me. Yeah, start of my life. But you are serious about this? Sturgeon drawn out goons like flies on rotten fruit? Hi. Oh, yes, totally. Just watch. Jetzt müssen wir doch kämpfen. Ist unvorbereitet. Mhm. Ja, da fängst du schon an. Hey, you! You think you are hot shit in that jacket? You're trying to start something, huh? See? Yeah, I'm seeing it. Can't tell if it's that sturgeon or you that's drawn all this aggro, though. Okay, I'm going to strut proudly down this bridge.
please keep me safe. Enjoy your stroll, bud. These punks are gonna pay the toll to the troll. The toll to the troll. Was ist das denn jetzt? Protect the civilian. Komm mal her. Ich hoffe, der hält ein bisschen was aus, der Typ. Das wird ja nicht alles gewesen sein hier. Nein! Ah! Blöd. Müssen wir das jetzt von vorne machen? Der hat aber auch auf einmal ganz schnell Leben verloren. Au, au! Huff, huff. Wasn't expecting that many of them. No, no, it's alright. I got close. Next time, maybe. Sure. You want a persistent bastard, huh? I sure am. I'm ready to try again whenever you are, Majima-san. Sure. Ja. Wie gesagt, ich war nicht ganz vorbereitet. Wir versuchen es natürlich gleich nochmal. Ja, ich bin bereit. Hi. Yes, please. Ja, ich habe gerade nicht zugehört, aber im Grunde ist es ja egal. So, die kriegen wir auch hoffentlich fertig. Home run! Oh, und da kommen noch welche. Alter, lass die nochmal in Ruhe jetzt! Okay. Ich hoffe, das war's. Boah, wie sinnlos einfach nur diese Sache hier. Yes! I finally did it! I made it all the way across Iwao Bridge while wearing my beloved sturgeon. Good for you. Hi. Yes, thank you, Majima-san. You made my dream come true. I would like you to have this. It's the best I can do as my thanks. You got an... got an encounter finder? Den habe ich schon. Nee, Moment. I don't think I've even been this happy. I will never forget what you did for me today. cruising around in the jacket? Is that big a deal to you? You're one odd dude. I know. I don't think most people would understand how much this meant to me. But still... It was my dream. I guess that's true of most dreams. Sorry, I shouldn't have called you out. No need to apologize, Majima-san. I owe you a life debt. You never need to apologize to me. Ever. I take it back. You're an odd dude, Tsure-chan. I guess so. I get told that often. Well, after that most satisfying accomplishment, I'm hungry. I'm going to head... for home and food. Hey, see ya. Good luck on those bridges. Yes, thank you and goodbye. Er geht wieder rüber. Na dann, viel Spaß. I guess it ain't so much about what other think of you. If it's something you wanna do, you better get it. You better get to it. Er hatte recht. Tsure-chan was pretty weird. But his philosophies right on. There's a real man. Hey, what's with the hard ass dungeon? You trying to be funny? Bring on the fights, huh?
Let's get it on, then. Help! Take it off and go home, man. Was die Leute mit dieser Jacke haben. Ich nehme mal an, wir können da jetzt nicht helfen. Ist auch eigentlich egal. Ich hätte gar nicht vor, ihm da weiterzuhelfen.